Hallihallo, hier ist euer Commander Keule mit einer Runde Fortnite an dieser Stelle, solo. Ein bisschen Fortnite zocken, habe ich mir gedacht, rein ins Vergnügen, gucken, ob ich mal dieses Mal ein bisschen Loot finde, was man auch mal benutzen kann, womit man auch mal ein bisschen, ja, auch Kills machen kann und ein bisschen mitarbeiten kann. Man kennt es, ne? Der Commander hat an dieser Stelle einfach immer nur, ja, man kann es Pech nennen, man kann es, weiß ich nicht, nennen. Ich glaube, das Spiel hat einfach was gegen mich. Ich darf einfach nicht bei Fortnite mal einen guten Loot kriegen, so dass ich sagen kann, jo, jawohl, der Commander, der kann hier richtig rocken. Aber was soll's an dieser Stelle. Wir arbeiten einfach mit dem, was wir kriegen. Ja, läuft bei euch. So, wo gehen wir denn überhaupt raus? Ich finde eigentlich 50 Shades immer geil, aber da habe ich die letzten Male immer nur Pumpen gefunden und immer nur Rotze. Viele gehen immer zu den Tilt Towers, die Doppel-Ts, liebevoll von mir genannt. Aber da will ich nicht hin. Ich will zu den 50 Shades. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich muss da hin. Da wollen wir hin. Genau, hier wollen wir doch hin. Irgendwie ist hier gar keiner mit runtergekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mach mal nicht den hier, Alter. Ich krieg hier schon wieder nur Rotze, ne? Lagerfeuer immer gut, das nehmen wir mit. Hier ist, glaube ich, gar keiner. Der Commander ist hier mal wieder weiter Flur alleine unterwegs. Das ist aber gar nicht schlimm. So kann ich hier wenigstens in Ruhe looten. Gucken, was sie mir hier so der Loot so bringt. Aber bis jetzt habe ich hier nur Schwachsinn. Ist einfach nirgends was. Hier ist einfach nichts. Verdammter Mist hier. Ein Sturmgewehr ist eigentlich ganz nice. Ich hätte echt mal gerne ein Sturmgewehr wieder, mit dem man auch arbeiten kann. Wir sind hier mitten im Dings. Das ist gut. Kann ich hier in Ruhe mich noch weiter umgucken und hoffen, dass ich hier noch irgendwo eine Kiste finde. Ich dachte eben, da steht einer, Alter. Ich
Da stand wirklich einer. Kappa, man kennt ihn. Hier muss irgendwo noch eine Kiste sein. Da ist erstmal ein grünes Sturmgewehr noch. Brauchen wir nicht. Wir behalten die Schrotflinte. Da ist noch eine Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mal Papa was Gutes hier. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Haben wir, haben wir. Ja, da drüben im Haus war auch noch keiner. Ich sehe das von hier. Frag mich, wieso der eine hier so AFK stand. Ja, weil den Commander halt mal was Gutes tun, ne? Egal, das ist doch schon nicht mehr feierlich, was ich hier finde, ey. Wo ist hier die Kiste? So, den nehmen wir uns erstmal. Schlurpi, kann ich den nochmal nehmen? Jawohl, und rein damit. Ja, wo gehen wir jetzt mal hin? Ich würde mal sagen, ich gehe mal da oben auf den Berg und mache mal ein Auge. Mach mal Luki Luki, wo hier die Leute sind. Wahrscheinlich sind die sowieso alle Tilt Towers. Man kennt es. Aber wir haben so ein bisschen was gefunden diesmal. Da können wir wenigstens versuchen mitzuarbeiten. Schauen wir einfach mal. Boah, jawohl, komm, gib Papa. Ich weiß nicht, ob ich Verbände brauche oder den hier. Gehen weg von Tilt Towers, okay. Waren hier überhaupt welche? Die Dächer sehen so voll noch aus. Ja, hier wurde auf jeden Fall gefightet. Da oben wird noch gebaut. Hat mich aber nicht gesehen. Digga, du weißt aber schon, dass er weg muss aus Tilt Tower. Ist mir egal. Ich mache jetzt nicht den hier, dass ich mir die da snacken will. Ich werde versuchen, mich erstmal hier reinzufinden. Ich denke mal, dass das Auge Richtung, ja, Richtung Hügel da gegen Snowy Shores irgendwo hochgehen wird. Da werden wir ganz schöne Probleme haben. Taktische Schrotflinte haben wir.
werde jetzt einfach mal versuchen, hier querfeldein, immer schön mitten im Auge, im Sturm zu bleiben hier. Es ist verdächtig, dass hier alle Türen zu sind. Aber ganz ehrlich, ich kenn mein Glück. Hier ist sogar noch die Kiste. Gut, Tür darf ich nicht zumachen. Nochmal ein bisschen Loot mitnehmen. Das Bauen nachher. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Oh ne, das brauchen wir alles nicht. Muni ist gut, Muni ist wichtig. Ich werde hier jetzt aber auch in dem Haus nicht drin bleiben. Aber ich kenne meinen Luck. Also ich werde jetzt hier, ich habe das erste Mal die Scar jetzt hier wirklich so on top gekriegt. Aber ich kenne meinen, ja, mein Glück. Und werde sowieso jetzt von irgendeinem Sniper oder so gefunden. Machen wir mal Auge. Da hinten rennt einer. Er wird doch wohl nicht der Einzige sein hier. 16 Leute haben wir noch. Ja, wir gehen uns mal gucken, ob wir den uns snacken können. Vor uns ist einer. Und doch Richtung Tilt Towers. Nicht gut, jetzt müssen wir hier natürlich extrem auf unseren Arsch aufpassen. Fuck. Das wollte ich eigentlich nicht einsetzen, aber gut. Da hat er mich mit seiner Falle ganz schön genatzt hier an dieser Stelle. Müssen wir doch Richtung Tilt Towers. Ja, zwei Leute nur gefunden, zwei Leute gekillt an dieser Stelle. Was soll ich machen? Aber manchmal ist das auch so. Manchmal ist auch so eine Runde mit am Start. Wer von euch hat da unten mit der Sniper geschossen? Interessiert mich jetzt nicht. Ich muss hier weiter. Ey, das wird wieder ein Fight-Gebiet werden. Das ist total für einen Opus.
12 Stück sind wir noch, also 11 eigentlich nur noch. Wird ja mit gezählt. Jetzt haben wir dem mal kurz einen Warnschuss gegeben. Da ist doch einer. So, macht der Auge. Ich habe keine Getränke. So, wir sind nur noch 5. Puh, die Spannung steigt, Alter. Alarm, ey, Alarm. Was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Alarm. Hier ist Alarm bei mir los. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen sind, das ist das Problem. Da hinten läuft einer runter. War das schlecht gebaut von mir. Thank you.
Wo sind die? Wo ist er? Digga, was ist mit euch, Alter? Ihr steht nebeneinander und kämpft zusammen, oder was? Nein, verpiss dich! Durch einen Baum? Wie geht denn das? Oh, ich kriege hier ja echt einen Krampf mit diesem Spiel, ey. What? Ja, was soll man machen? Man kann nicht jede Runde gewinnen, meine lieben Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat hier, lasst uns den Homo noch beim Tanzen zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen, meine lieben Freunde. Verdammt, war das schlecht zum Schluss.